Als letzte Strecke steht noch die Nürburgring-Nordschleife an. Und von mir aus gesehen ist das eine der eher einfacheren Strecken, da man halt hier sich doch einige Fehler erlauben darf. Eine 45.622 ist die schnellste Zeit, die Hamilton da gefahren ist. Und das kann ich sagen, das habe ich eigentlich dann schon mehr oder weniger mit dem ersten richtigen Durchfahren dieser Strecke habe ich die Zeit eigentlich schon unterboten gehabt, aber kurz mal zu seiner Beschreibung. The Nürburgring Nordschleife. This track is the longest track in the world and the toughest track in the world. So, of all the tracks you're doing on this game, there's no way that you're gonna have one that's even tougher than this one. Remembering each sector is really probably key. I've had the experience of driving there back in the day when I was in Formula 3. We were actually racing on the GP circuit, but in the evening I got to go and take my smart car around the track, which, as you can imagine, took forever. But really just remembering corner after corner after corner, because it's at least a 5-6 minute lap. For me, it was a lot longer than that in the smart car, but it's really just about trying to put those sectors together. So the way I practice is chop it up into 4-5 sections if you can. And it's really just about knowing the position that you need to have the car per corner, and repetition practice on this lap is definitely needed. So yeah, I just want to say have fun. I definitely love driving this track. As I said, it's my favorite. I hope it's the favorite for you. Ja, und das Spezielle hier ist halt einfach, dass man hier nicht mehr mit dem, dass man hier nicht mehr mit dem Mercedes fährt, sondern man, also mit dem Mercedes AMG GT3, sondern man fährt hier mit einem Sauber C9. Und ja, wenn man hier mal eine Zehntel oder mehr verliert, das ist kein Problem. Das holt man gegenüber Hamilton durchaus wieder auf. Vor allem ist die Strecke ja wirklich ewig lang. Man hat da viel Zeit, mal eine Sektion zu haben, in der man besser ist als Hamilton, oder eine, wo man halt etwas schlechter ist. Man merkt aber langsam so ein kleines Muster. Und zwar ist es eigentlich fast immer so, dass sich am Ausgang der Kurve mehr Zeit herausholt. Diesmal zwar nicht, aber ja. Auch hier zu brutal über den Randstein gefahren, damit einiges an Zeit verloren. Aber eben, auch wenn man 14. dahinter ist, man muss sich da keine Sorgen machen. Man kann das wieder aufholen. Ist jetzt nicht so gut gewesen, dieses Sektor, aber auch hier wieder am Ausgang die Zeit wieder rausgeholt, die ich verloren habe. Hamilton ist halt einfach wirklich ein Fahrer, der versucht hier den Eingang der Kurven gut hinzubekommen, ist dann aber am Ausgang verwundbar. Das merkt man hier wirklich sehr, sehr gut. Gerade auf dieser Strecke. Jetzt hier der schwierigste Teil für mich, wegen dieser Kurven hier, die dann einer Haarnadel folgt, mehr oder weniger. Ich mag die Kurven nicht. Aber jetzt geht's wieder. Jetzt den Sektor habe ich jetzt ganz gut hinbekommen. Gewinne ich jetzt hier Zeit, hole wieder auf. Von den 4 oder 5 Zehntel, die ich dahinter war, sind es nur noch 2. Auch hier wieder sehr gut rausgegangen erwischt, mal den zweiten Gang genutzt. Das Auto ist steinhart. Also, es ist nicht gerade einfach, dieses Auto um die Strecke zu bewegen, aber
Es geht. Es geht natürlich. Auch hier ist zu weit nach außen gekommen. Jetzt das Karussell immer relativ schwierig zu fahren mit so einem starken Auto sowieso. Ich bin immer noch diese Zehntel dahinter, hinter Hamilton. Jetzt kommt ein sehr technischer Sektor, da habe ich es aber schon mal nicht so gut hinbekommen. Wieder mal 3 Zehntel verloren. Mal schauen, ob ich das hier wieder aufholen kann. Ja, in einer Kurve war Hamilton nicht so gut. Das habe ich dann sofort ausnutzen können. Und auch hier wieder die Ausgänge aus den Kurven, die bekommt Hamilton nicht so gut hin. Jetzt bin ich in Führung. Vorerst. Auch hier wieder. Sehr viel Zeit gewonnen, also fast eine ganze Sekunde in nur ein paar Kurven. Und auch hier wieder mit einem guten Schaltvorgang einiges an Zeit gewonnen, sind schon 7 Zehntel. Man darf sich aber, wie gesagt, nicht zu sicher fühlen. Jetzt habe ich hier schon mit einer halben Sekunde liegen lassen durch eine schlechte Kurve. Auch etwas zu weit rausgekommen. Und auch hier den Ausgang nicht so schön hinbekommen. Damit sind wir nahezu gleich auf. Aus irgendeinem Grund verliert er aber etwas Zeit auf mich wegen der Restgeschwindigkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob er da vielleicht 2-3 km zu wenig drauf hat oder keine Ahnung. Sie ist sehr spät auf der Bremse gewesen, aber reicht gerade. Also wieder einiges an Zeit rausgeholt. Aber leider den Ausgang dieser Kurve nicht so gut hinbekommen. Egal. Wow. Es hat gereicht. 3 Zehntel Vorsprung. Nachdem es endlich mal nach einer langen Probefahrt auf Silber gereicht hat. Knapp hinter Gold hat es diesmal für Diamant gereicht. Die Wiederholungen existieren übrigens alle nicht mehr, weil ich Gran Turismo neu installiert habe. Und daher alle Daten leider weg sind. Ich müsste also die Hamilton-Zeiten nochmal von ganz neu schaffen. Aber eben, hier schon in dieser Kurve etwas an Zeit verloren. Und ja, wundert euch nicht, jetzt sind da, das ist die 7. Strecke gewesen. 3 Strecken stehen noch aus. Aber damit hätte ich hier schon mal überall Gold eingefahren. Und damit kann ich euch dann noch zeigen, was man da so gewinnt. Mein Mann gewinnt da mehrere Preise. Für jede Errungenschaft kriegt man ein Auto. Für Bronze kriegt man ein Auto. Für Silber eines. Für Gold eines. Und auch für Diamant dann noch eines. Wobei man sagen muss, das Diamantauto, das kennt ihr wahrscheinlich schon. Aber ich erzähle trotzdem noch nicht, was es ist. Das ist nichts anderes als ein Bragging Ride. Also nicht nichts anderes als ein Auto, mit dem man angeben kann, hey, guck mal, ich habe den Lewis Hamilton DLC geschafft. Aber es ist nicht wirklich ein Auto, welches nützlich ist. Zumindest nicht so nützlich wie das Auto, welches man gewinnt für Gold. Oder noch besser für Silber. Weil das Goldauto dann schon viel zu spezifisch ist.
Und man merkt hier auch schon ein bisschen, wie brutal dieses Auto für diese Strecke ist. Du hast da so ein LMP1 Auto. Ja, okay, es kann eigentlich mit Bumps umgehen. Ist ja ein Le Mans Auto. Hat also schon sicher einiges an Erfahrung, was da die Bumps angeht, aber es ist trotzdem immer noch die Nordschleife und es ist immer noch eine zehnmal anspruchsvollere Strecke, wahrscheinlich auch vom Material, als jetzt Le Mans, also diese Art. Ich sehe da ein paar Bildunterbrüche, aber das hat dann hoffentlich mehr zu tun mit dem Videoprogramm. Und ja, was kann man sonst noch für so Tipps geben? Es geht hier halt vor allem darum, eigentlich möglichst wenig zu schalten. Man sollte nie in den ersten Gang schalten. Man sollte wirklich nur 2, 3, 4 nutzen. Und den fünften Gang, wenn es absolut nötig ist. Das heißt also, wenn man da mal zu einer Sektion kommt, wo man nicht mehr groß erwartet, schneller zu werden, vielleicht einfach mal in diesem Gang bleiben, in dem man ist. Also unnötiges Schalten vermeiden, das bringt hier sicher schon 2-3 Sekunden. Und dann halt einfach üben, 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 Strecke lernen. Jo. Da hätte man wahrscheinlich auch überall im Dritten bleiben können. Da habe ich jetzt auch nie groß geschaltet. Nämlich immer im, ja nicht ganz, aber fast immer im Dritten geblieben. Ja gut, ich hätte es sicher noch optimieren können. Aber gerade hier in diesem Teil hier, da hat man die Zeit gewonnen. Auch hier wieder eine sehr riskante Fahrt. Bin ich einfach auf dem Stempel geblieben. War soweit gut. Ist leider hier die Kurve etwas verschätzt. Da habe ich einiges an Zeit liegen lassen. Aber im Endeffekt hat es ja trotzdem noch gereicht. Auch hier wieder war zu schnell, bin dann aus dieser Asphalt, aus diesem Asphaltband rausgekommen. Und hier in dieser Rechtskurve einfach den Ausgang nicht richtig hinbekommen, damit auch einiges an Zeit eingebüßt. Glücklicherweise war der Topspeed dann etwas besser als der von Hamilton, daher Zeit gewonnen. Und hier sehr riskant, war meiner Meinung nach eigentlich schon fast zu spät auf der Bremse. Hat aber gerade noch gereicht und dann die letzte Kurve habe ich leider nicht so gut hinbekommen. Sonst hätte ich gut auch noch 2 Zehntel schneller sein können. Nun gut, egal. Damit bei allen 10 Strecken schon mal die Goldzeit geschafft, plus auf 7 Strecken Diamant. 3 Strecken fehlen also noch. Die kommen zu einem späteren Zeitpunkt. Und ja, für die Goldzeiten gewinnt man den Mercedes AMG F1 W08. Dann für Silber gibt es den Mercedes Sauber C9. Und für Bronze gibt es den Mercedes AMG GT3.
Nun gut, das war's. Ups, jetzt habe ich leider pausiert. Aber man gewinnt noch 100 Millionen, nein, 20 Millionen gewinnt man und das Preisgeldlimit wird auf 100 Millionen angehoben. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ne?